Nintendo. Hulken. Universum. Hey. Schwarzer Komet mit rotem Auge. Oh nein. Steuert auf Pops dazu. Und Kirby und Gui. Ja, die angeln ein bisschen. Und gönnen sich ein Fischlein. Aber der Komet scheinbar rast er auf Pops dazu, breitet sich aus. Oh, der Whispy Woods. Ein random Orca. Alleine oder so. König Dedede. Oh nein. Was ist das, bitteschön? Ich glaube, das ist nicht gut. Das sind. Die kennen wir aus Kirby's Dream Land 2, habe ich gehört. Aber da ist noch neu dabei. In Kirby's Dream Land 3. Absolut. Ja, es geht los. Münzdusty ist willkommen zu Kirby's Dream Land 3, meine Freunde. Und jetzt geht, glaube ich, ja, die Demo geht los. Wir fangen endlich an. Ja, wir fangen an. Das ist etwas, was ihr euch gewünscht habt. Projektwahl, ne? Ihr wisst es vielleicht noch. Und jetzt ist es endlich dran, nachdem wir Kirby's Dream Land 2 gespielt haben und Fucking Dark Matter besiegt haben, ne? Legen wir jetzt los. Und wir spielen tatsächlich. Ich glaube, jetzt kommt eine Story. Über Nintendo Switch Online. Level 1. Grasland. Soweit ich auch weiß, kann man hier 100% machen. Nicht so eklig wie in Kirby's Dream Land 2, sondern mit Dingen, die in Level versteckt sind. Deswegen, ich weiß nicht, wie das Let's Play gehen wird. Aber die Story ist ja ungefähr so, dass Dark Matter, ne, das schwarze Kugel da, hat man ja gesehen, wieder zurückkommt und sich verbreitet. Warum auch immer, aber... Hallo. Ich glaube, das ist Gui. Hallo, Gui. Kann ich wieder wegmachen? Ich mag dich nicht. Kannst du weggehen? Kann man nicht. Das war der falsche Knopf. Und ich dachte mir eben noch im Test so, hoffentlich funktioniert das, wird das nicht passieren aus Versehen, aber ich drücke da immer drauf auf die Schultertasten gleichzeitig. Ich weiß nicht warum. Warum spiele ich denn jetzt außerdem über Dingens? Über Nintendo Switch Online und nicht wie bei den anderen Kirby. Was ist das? Schmetterling, glaube ich. Nicht wie bei den anderen Kirbys. Über Emulator. Das Ding ist, scheinbar gibt es keine deutsche ROM, was mich absolut wundert so, weil SNES-Zeiten waren ja so langsam die Zeit, wo auch die Sprachen übersetzt worden sind, ne? Und, naja. Ist ja nicht der Fall. Hier den Hamster Rick kennen wir ja noch, ne? Ich muss echt gestehen, ich weiß nicht, wie die Katze heißt, ne? Hallo Katze. Kann ich auf dich drauf? Hallo? Also ich kann, glaube ich, irgendwie auf die drauf reiten. Ah! Okay, einfach den X-Knopf, ne? Oder was war das für ein Knopf? Ich glaube schon. Ho! Und die haben natürlich auch wieder Fähigkeiten, ne? Wie im alten Spiel, also im Spiel davor. Und ich persönlich finde ja... Aua. Auch Kirby's Dream Land 3 viel, viel besser als 2. Ich meine, es kann nur besser sein, weil Kirby's Dream Land 2 war ziemlich linear. Und das war irgendwie, ich weiß nicht, es gefiel mir nicht wirklich. Ist so eine kleine... Ich würde nicht sagen Hassli, weil das Spiel war nicht besonders schwer, aber es war halt ziemlich langweilig, ne? Es war ziemlich langweilig. Ich bin gespannt, wie uns das hier unterhalten wird, ne? Vor allem, wie ich gerade nicht sehe, dank Gui. Oh nein. Naja, aber sonst... Man sieht ja schon, dass es eine ziemlich interessante Grafik hat, ne? So eine Art Wachsmalphysik. Physik? Wo ist denn die Physik? Optik, ne? Finde ich ziemlich schön. Finde ich halt, dass es sowas nicht mehr gab, ne? Also ich meine... Oh, den will ich haben. Nein! Oh, Gui. Kann ich die Fähigkeit irgendwie absetzen? So irgendwie so... Kann man das nicht? Select? Doch, das geht. Huh. Dann nehme ich mir jetzt mal den Schirm. Diesmal... Geh weg einfach. Einfach weggehen. Ich meine, ich glaube, das war auch so das erste Kirby-Game, wo man... Ah, man kann...
Ah, okay, wenn man Y gedrückt hält, okay. Wo... Ach nee, man braucht aber Schwung. Okay, ich verstehe. Wo mein Koop hatte, glaube ich. Ja, müsste so sein. Weil ich gerade nicht weiß, ob Kirby's Dream Course... hier voraus kam. Weil, du musst gar nicht Sprung drücken. Nein! Oh, ich wollte das haben, Elektrizität. Die mag ich total, die Fähigkeit. Dankeschön. Was kann ich jetzt machen? Oh. Wir laden uns auf. Das ist ja richtig cool. Ein Kussi bekommst du nicht, hast du nicht verdient. Naja. War ich nicht irgendwie gerade mitten irgendwas am Sagen? Ich glaube schon, aber ich hab's vergessen. Ich hab's halt echt vergessen. Scheißendreck. Ach so. Ich glaube, in jedem Level gibt's irgendwie so eine Sache, die man tun muss. Ich hab hier. Ja. Cool. Verkackt. Hat man auch gerade gehört. Ja, man soll die Blumen nicht kaputt machen. Glaube ich. Aber das geht natürlich nur ohne GUI. Kann ich den alle ausweichen? Gut. Also man kann theoretisch das so sagen, als hätte... Ich hab Popstar, der ist ziemlich schmackhaft. Man kann das, sag ich mal, so ein bisschen vergleichen mit Starcoins. Ja, sie ist traurig. Rutsch. Ah ne, ich dachte, ich kann die jetzt zerdrücken. Man kann sie, glaube ich, vergleichen. Ich wollte gerade sowieso sagen, also manchmal stechen manche Grafiken schon raus. Ne, wie jetzt das zum Beispiel. Habe ich mir nichts gegen. Ich wollte sagen, man kann das vergleichen mit dem, hab das vorher schon gezeigt, oder irgendwas schon, ne, von was mir vorkommt. Man kann es natürlich vergleichen mit den Starcoins in New Super Mario Bros. Ne, würde ich sagen. Ich hole das gerade mal nach, ne, damit wir nicht weitermachen können. Also bis gleich. Aha. Sie freut sich. Oh. Und ein Sternherz? Ein Sterz! Jaja. Ich höre immer hier dieses dünn, 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 Bruder Jakob aus irgendeinem Grund. Aber ich glaube, das ist ein Zufall, oder? Das muss Zufall sein. Ich habe gerade auch mal ein bisschen mein Setting. Nicht mein Setting. Wie ich das gerade spiele, ein bisschen gewechselt, weil ich habe mir das jetzt auf den Switch-Bildschirm gezogen. Was halt von der Switch direkt hier von der Capture-Card halt rüberkommt. Weil ich glaube, ich hatte ein bisschen. Oh! Ein bisschen, Nein, ich möchte schon den Stein haben. Warum? Ricky oder Rick? Ich sag, glaube ich, immer Ricky, aber ich glaube, es ist Rick. Oder? Ich weiß es nicht. Otter? Was auch immer. Der hat ein bisschen ja, ein anderes S-Monster. Warte, kann ich die Typen da oben einsaugen? Hallo? Mom! Ja. Ach lol, stimmt, das war ja so hier das Debüt von der Reinigungsfähigkeit. Und danach wurde sie ja nur noch als Gegner verwendet, ne? Also die Besengegner. Siehe Return to Dreamland und sowas, ne? Wobei ich glaube, dann davor gab es sie nicht mehr, aber die sind, glaube ich, in neueren Kirbys, also sprich Star Allies. Gibt es die wieder? Und ich behalte den auch. Ich behalte die erstmal. Weil ich das Gefühl habe. Ich müsste das Ding behalten. Beide sind neu, ne? Aber wir nehmen mal das Ding hier. Oh. Oh, ich neuer was. Oder? Den Vogel. Genau, das. Den kenne ich, glaube ich. Also, was heißt, den kenne ich, glaube ich? Den kenne ich noch. Warum auch immer. Mit dem Eimer ist es ja mega komisch. Warum will ich mit Wassereimer mit mir rum? Warum soll ich das tun? Gibt's, habe ich auch so irgendwie so ein Gimmick oder nicht in Star Allies? Ich nehme aber mal nicht den Vogel mit. Vor allem, dass man mit dem nicht fliegen kann. Gut, das kann ja die Eule. Jetzt ist der aufgekommen, jetzt ist er richtig genervt. So, warum nehme ich so mich doch nicht? Das ist mega lustig. Ja. Warum sollte das auch Schaden machen, ne? Ich hoffe mal, dass ich damit wenigstens Dinge öffne. Also sterben hatte ich jetzt auch nicht vor, so, ne? Das wäre natürlich relativ doof. Ich hoffe, das ist auch eine richtige Entscheidung hier. Wenn da nichts ist... Du kannst mir nicht sagen, dass... Doch,
Ach so, das, die Kacke, ne, der Besen hinten, der macht, aber, der macht Schaden. Hm. Was hast du? Och, sag mir nicht, dass ich deine Springfreunde da, Oh nein. Okay, gut, das hätte man sich irgendwie denken können. Weil er selbst, sag ich mal, so eine Sprungbubi ist, ne? Alter, damit zu steuern ist ja mega ekelhaft. Oh Gott. Ich wechsle gerade mal, also was heißt wechseln? Ich... Hier ist wieder so ein Typ. Also ich glaube ja nicht, dass ich die kaputt machen muss, ne? Das wäre ein bisschen... Aua. Gegen der, Logik vom Gegner, wenn ich die zerstören soll, damit ich das, das extra Stück da bekomme. Ich muss auch immer mal wieder gucken, wie viele Minuten wir sind. Ich weiß tatsächlich nicht, wie lange das Spiel geht, aber ich denke mal, länger als, Kirby's Dream 2. Bah. Bah, bah, bah. Scheinbar, sammeln wir diese Sternchen, um Level Up zu Oh. Ja! Gib's mir, vor allem, wie sie so danach greift und so. Bis jetzt mir. Oh, das gefällt mir. Da unten ist Feuer. Oh, aber Stacheln mag ich. Ja. Ja! Die Igelfähigkeit gibt's nämlich in Starlight gar nicht mehr, ne? Da war ja was. Batazayaschnasniawatsch. Als Let's Play mal geplant. Gibt's sogar tatsächlich ein paar Parts von. Aber ich weiß nicht, was genau der Grund war, aber ich hab's dann doch nicht mehr gebracht. Huh! Fragt mich nicht warum. Huh! Nice. Okay. Fand ich jetzt relativ aber man spawnt hier wieder. Das ist so der Unterschied von Kirby Games und Donkey Kong Games, ne? Hihi, versteht ihr, weil Donkey Kong ist dann doch ein bisschen schwieriger als Kirby. Ich glaube nicht, dass uns die alten Kirbys fordern werden. Ich glaube, das sind dann doch eher Richtung GBA und DS, ne? Also sprich, kann ich nicht auch gedrückt, also... Nein, das ist echt nur so kurz. Es sei denn, man sprintet. Oh. Interessant. Oh. Alter, die Wildschweine sind ja auch wieder back in Return to Dreamland, ne? Also in den neueren, ne? Ich meine, ihr wisst es wahrscheinlich selbst. Was hat der denn jetzt? Wie der da sitzt? Ich mag dich doch eigentlich. War das jetzt so eine zweite Chance? Bruder Jakob, Bruder Jakob. Schon ein bisschen irritierend, aber okay. Dann, oh Gott, nicht zum Michelin-Männchen. Bleiben wir doch erstmal hier. Und, ja, ich versuch mal herauszufinden, was das Sekret bei ihm war, ne? Er ist immer noch traurig. Also ich weiß echt nicht, was der möchte. Ich habe nämlich keine Gegner besiegt. Ich guck nochmal weiter. Okay, Freunde. Folgendes. Es ist ziemlich... Das wollte ich nicht. Aufnahme also ein Bild gemacht. Man darf keine Fähigkeit haben, mit dem Ding hier, also mit ihr hier sein und dann umarmen. Wie soll man bitte darauf kommen? Na gut. Ich verstehe ja schon, wenn man ausprobiert. Okay. Tja, und jetzt freut er sich auch am Ende des Levels. Und gibt uns sein Sternherzchen, wie auch immer man das nennen soll. Ist auf jeden Fall so eine Sache. Ich denke aber mal, dass man das doch schon theoretisch rausfinden kann. Ich meine, du bekommst ja dieses Signal, dieses... Oder was immer das war. Da bekommst du ja irgendwie mit, okay, da könnte was sein. Hier könnte was im Busch sein, ne? Und... Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass man das dann doch rausfinden kann. Wir machen noch das Level, denke ich mal, weil, wenn die Welt immer so ungefähr 6 Level hat und einen Boss, dann... Oh, lol. War das gerade ein Reifen? Nein, es war ein Stein. Ziemlich weit entfernt von einem Reifen, würde ich sagen. Na gut, aber ich denke halt, wenn halt das Signal mal kommt, dann weißt du, okay, in dem Raum wird irgendwas sein, da kann man ja ausprobieren. Ach, die sind alle mal geschockt, wenn man sich nimmt. Okay, die kennen wir auch aus Kirby's Dream Land 2, und das konnte auch damals schon, der,
Kuh, ne? Kuh. Ist Kuh die Eule? Oh, lol. Der kann richtig schnell schweben, wollte ich kurz sagen. Aha, ziemlich interessant. Und Kuh, was kannst du? Und Kuh, was kannst du? Ja, genau. Aber er hatte die nicht sogar abgeschossen? Oh. Er ist unnütz geworden. Kann ich es echt nicht abschießen? Dann nehme ich halt Kuh. Tut mir leid, du da unten, dessen Namen ich nicht weiß. Vielleicht sollte ich echt mal danach googeln. Damit ich die auch benennen kann. Nicht, dass ich da irgendwie sitze und denke mir so... Man kann... Konnte man nicht früher sogar mit ihr dann... Also mit Kuh... Ich weiß nicht, ob Kuh männlich oder weiblich ist. Ist mir auch relativ wurscht. Oh! Ob man halt dingsen kann, ne? Dingsen, verstehst du? Oh Gott. Was passiert hier? Pusteblumen. Ich lasse die mal lieber am Leben, ne? Vielleicht soll ich die wieder am Leben lassen. Ja, mit Kuh ist es ja ziemlich einfach. Ja, richtig einfach hier. Ob man sich hierbei steuern lassen konnte? Ich meine, ich weiß es nicht mehr, aber... Ach, okay, das ist... Es ist was Böses gewesen. Ich wusste das doch nicht. Soll ich das kaputt machen? Ich meine, das sind ja aus den Pusteblumen, ne? Ne, zu spät jetzt. Ich hoffe, keiner ist sauer. Auf mich? Ist es denn ernst? Gut, aber... Man kann ja zurückspulen. Das kann man in manchen Emulatoren natürlich nicht. Das ist natürlich unser Vorteil hier. Oh. Ich muss natürlich dann auch, in die Richtung drücken. Gut, hätte man sehen können, aber ich wusste halt gar nicht, was passiert, ne? Also ein Ninja... ein Ninja-Gesicht. Das müsste es sein, ne? Genau. Aber ob ich das Level jetzt nochmal neu spiele oder halt nicht, das ist ja relativ Wurst. Also das ist ja einfach nur... Ach, es kommt nochmal. Großes Auge. Also Krakow. Ja. Wahrscheinlich muss man dreimal richtig haben. Wie denn der hier? Und? Drei Punkte oder Kreise, was auch immer. Okay, weiter geht's. Aber auf dem Boden sind wir richtig langsam. Das ist auch neu, ne? Weil ich glaube... Oh Gott. In Kirby's Dream Land 2 ist man immer, ich glaube, geflogen. Auf dem Boden mit Kuh. Alter. Glaube ich zumindest. Kann ich da hoch? Nö. Wäre mir auch... Ey, Entschuldigung. Wäre auch ein bisschen komisch. Ich meine, eigentlich nicht, aber... ist ja auch wurscht. Jetzt wird ja die ganzen Pusteblumen. Ja, wir haben ja schon unsere... Alter, die Kettenhunde aus Yoshi's Island, aber als Kanone. Das ist lustig. Ja gut, ich finde, was ja... Ja, mach's weiter. Ich hab mal Mario mit zu aufspielen. Ich bin ganz stolz auf dich, Schwester. Ja, ich mach dich. Ich schnick. Ja, wundervolle Arbeit. Leise, ja, scheiß. Mach mir irgendwie Angst. Wie grinst denn nicht? Also, ja. Ja, ich denke, da kann man auch ein bisschen abschätzen, was weiß ich. Ist mir wurscht. Ist mir wurscht. Gut. Zeit hat 18 Minuten. Und. Ein Mädchen. Ja, ein Junge mit langen Haaren und Zöpfen. Ansichtssache, ne? Aber was ist das? Was ist das? Nein. Anscheinend werden auch immer auf der Karte, ne? Auf den Mini-Kärtchen, auf den Vorzeigekärtchen, auf den Vorschaukärtchen, jetzt hab ich's. Wird immer so der ungefähre. Nicht der ungefähre, also so das Secret gezeigt, ne? Und auf der Karte wird dann angezeigt, wo wir uns befinden, so, ne? Grass, also Grasland ganz normal. Hier ein bisschen steiniger, das ist richtig. Hier auch wieder ein anderes Gebiet und dann hier die Höhle, oder wie? Finde ich interessant. Wir werden das im nächsten Part herausfinden. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dann. Bleibt münzig. Tschüssikowski.